Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Vlog mit Onksaug. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist Post gekommen und zwar das da. Hatte ich jetzt schon letztens angekündigt, beziehungsweise gestern bei dem Video, wo wir die Klamotten ein bisschen gezeigt haben, was wir gekauft haben, wo ich eigentlich ja keine Klamotten kaufen wollte, weil ich mir das da bestellt habe. Und ich freue mich mega drauf und ich hoffe, dass am Wochenende gutes Wetter ist, damit wir damit dann arbeiten können. Dazu kommt dann auch nochmal ein Vlog. Aber jetzt packen wir das mal aus und schauen uns das mal an. Ich bin natürlich selber persönlich sehr neugierig, was da so alles drin ist. Das fühlt sich ganz schön schwer an. Okay, das ist krass. Aber schauen wir mal. Es könnte ganz kurz laut werden. So. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. McRyers. Waschpolitur, Waschmittel, Wachs. Cleaner. Mega gespannt. Was haben wir hier? Eine Tasche gratis. Die Tasche war gratis dabei. Genau. Dann hören wir irgendwie. Ach, das ist wahrscheinlich, wenn man das verwendet. Ist ja auch wurscht. So, schauen wir mal rein. Und zwar. Hui. So, also wir haben hier ein wundervolles Mikrofasertuch. Ist immer gut, wenn man welche davon hat. Kann man nie genug haben von diesen netten Tüchern. Dann haben wir hier so ein Pad. Gibt es eigentlich meistens immer gratis dabei. Habe ich, glaube ich, schon drei oder zwei Stück davon. Sind eigentlich ganz nice. Damit trage ich immer Wachs auf, ist immer ganz cool. So, und dann haben wir hier vier Produkte. Hier auf der Rückseite steht genau drauf, was wie zuständig ist. Also wir haben hier einen Deep Crystal Paint Cleaner, Stufe 1. Schädlich für Wasserorganismen. Oh, nein, das ist wirklich, das ist ziemlich kräftiges Zeug. Das ist, wo ist das? Da, Softwash, oder? Softwash, ne? Ne, Deep Crystal Paint. Ne, Softwash Gel. Ne, warte mal, wo ist es denn? Deep Crystal Paint Cleaner. Genau, also das macht man wohl als erstes. Remove Light Swirls und Blemish. Okay, also das ist eigentlich so die Vorstufe für das Polieren und Wachsen. Okay, also das macht man wohl als erstes, zumindest wenn man hier hinten gucken kann. Dann haben wir den Deep Crystal Polish, das ist Step 2, das ist das hier. Sieht schon krass aus von der Farbe her. Okay, bin mega gespannt. Soll ein Gloss erzeugen, bin ich mega gespannt. Das ist bei unserem roten Auto ja ziemlich geil, freue ich mich schon drauf. Und dann haben wir Schritt 3, das ist der Wachs. Genau. Wir haben ja auch immer Wachs, was für Wachs benutzen wir zurzeit immer, das Corley Night oder wie das heißt. Das ist eigentlich ziemlich gut. Da bin ich natürlich gespannt. Karanauba Wachs, was ist das hier? Das wird eigentlich auch sehr, sehr, sehr empfohlen und immer sehr, sehr gerne verwendet. Und dann haben wir hier Soft Rash Gel. Ich vermute mal, das benutzt man dann einfach, wenn man diese Schritte hier alle gemacht hat und man möchte das Auto waschen. Das werde ich mir aber nochmal genauer durchlesen, weil ich glaube, zwingend notwendig ist es nicht, dass man danach noch das Auto wäscht, wenn man das eh schon alles gemacht hat. Aber ich freue mich mega, mega, mega drauf, diese Produkte genauer zu testen. Ich bin Neuling in dieser Branche. Also ich wasche mein Auto immer per Hand, aber ich habe mir da jetzt nie so richtig krasse Gedanken darüber gemacht, welche Produkte ich benutze oder wie ich sie benutze. Ich habe jetzt immer irgendwelches Zeug vom Baumarkt benutzt, was zwar seinen Zweck erfüllt, aber jetzt ja, keine Wunder bewirkt. Wir haben auch, was leider noch nicht angekommen ist, für die Bohrmaschine einen Aufsatz besorgt, womit wir dann dieses Zeug auftragen können. Da bin ich auch schon sehr gespannt, ob das was taugt oder ob man da vielleicht dann doch eher eine Poliermaschine hätte benutzen sollen. Aber das sehen wir dann. Und 25 Fleckscheiben sind heute auch noch angekommen von Bosch. Freue ich mich schon mega drauf, endlich wieder weitermachen zu können, weil die letzten 10, die waren ja nach ein paar Minuten weg. Jetzt haben wir uns mal ein Markenprodukt geholt. Schauen wir mal, wie lange die halten. Und da können wir dann auch am Wochenende oder morgen dann da mal ein bisschen weitermachen. Da freue ich mich schon drauf. So, genau. Dann packen wir das mal ein. Ich werde mich mal informieren, wie man das genau verwendet oder wie man das am besten macht. Bin schon mega gespannt. Das ist wirklich Neuland für mich. Mal gucken, ob das was ist. Ich denke, was sehr interessant wäre, wäre auch mal die Xialin ranzulassen.
Wir haben ja die Motorhaube vom Schrott-Cadillac, wo wir dann vielleicht schon mal ein bisschen vorarbeiten können, wo wir schon mal ausprobieren können, bevor wir an unseren Daily Driver und an unseren Cadillac rangehen. Da bin ich schon mega gespannt. Und da könnte man vielleicht auch mal die Xierling probieren lassen. Da bin ich mal gespannt, wie die sich da macht. Ob das wirklich Anfänger tauglich ist. Schauen wir mal. Also, liebe Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.